Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time mit Porsche. Arlo sieht so süß aus, wenn er schläft, und mir gefällt das Outfit wirklich sehr. Aber wir stehen trotzdem mal auf. Ich war mein Liebling, ja. Schlaf du ruhig noch ein bisschen weiter. Jetzt steht er auf. Guten Morgen. Darling. Oh, ich liebe es, wenn er das sagt. This kind of weather's a test of my will. Ja. Okay, ich muss mal gehen, mein Lieber. Wenn du dich dahin setzt, ne? Kein Lesen heute? Okay. Dann gehe ich mal raus, wir sammeln unsere Sachen und ich sollte, glaube ich, mein Inventar mal leeren. Und wir suchen immer noch einen Schatz. So, einmal das einsammeln. Guten Morgen, Herr Ack. Es ist Sonntag, ich hoffe, du hast jetzt nicht gearbeitet. Keine Briefe. Dann räumen wir doch mal hier kurz die Sachen ein. Ich sollte das vorne in der Sortierkiste machen. So, da ist der Bauplan. Ja, alles bitte sortieren, alles einräumen. Ja, bitte. Das hatte ich entweder noch nicht oder... Ist es ein, für meine Sammelkiste? Ja, ich packe das mal in meine Sammelkiste rein. Das wird da schon nicht stören. Das könnte ich theoretisch verkaufen. Und wir könnten heute wieder zum... Warte, erstmal hier. Erstmal gucken wir, dass wir hier nochmal Futter... Davon haben wir zum Glück mehr als genug. Futter hinzufügen, dann würde ich ganz gerne sagen, dass unsere Flora noch ein bisschen trainieren darf. Und zwar diesmal wieder das Sprinten. Und dann schnappen wir uns Yuki. Und jetzt würde ich gerne zwei Dinge heute tun. Was sind das? Das ist der... Oh, Lee! Oh, ich habe gehört, dass du Nora mit dem Ausliefern geholfen hast, während ich krank war. Vielen Dank, Sora. Hier, du hast ein sehr freundliches Herz. Ein gutes Herz? Okay, das freut mich sehr. Ist hier nochmal was ich machen kann? Die gehen jetzt, glaube ich, alle hoch zum Gottesdienst. Das werden wir aber nicht tun. Wir gehen in der Zwischenzeit nämlich in die Handelsgilde. Ist ja schon offen. Und da müssten wieder diese... Qualitätsprüfung auf uns warten, die wir gestern nicht gemacht haben. Genau, da würde ich nämlich gerne mal wieder mitmachen. Ist schon so lange her. Warte mal, ich habe da schon zwei Unterschiede gesehen. Da und da. Das ging jetzt sehr schnell. Hier, hier. Das ist alles unterschiedlich. Wie viele Unterschiede haben wir noch? Zwei. Da ist es nicht ganz so ideal. Und jetzt noch ein Unterschied. Ach du je. Ist vielleicht bei dem einen, der ist nicht wirklich länger, ne? Farbe stimmt auch. Headset rutscht auch wie immer. Alles prima. Oh, da ist der Unterschied. Perfekt, das ging auch sehr gut. Dann haben wir hier einen Motor. Ach du je. Also auch wenn es am schönsten ist, ne? Ich hätte vielleicht nicht weitermachen sollen, sondern einfach sagen so, ja. Yeah. Egal, wir finden schon Unterschiede an den Dingern. Gleich viele Ventile, da unten ist auch alles gleich. Scrollen wir mal ein bisschen rein. Zoomen wir ein bisschen. Ja, ich könnte jetzt natürlich wild raten, aber irgendwie ist mir nicht danach. Da. Da war sogar markiert, dass es fehlerhaft ist. Das haben wir manchmal, was für ein Glück. Es sind immer vier Unterschiede. Das, ja. Das hier ist auch zu lang. Jetzt noch einer. Ein kleiner Unterschied noch. Die Frage ist, wo wir ihn finden. Wir hatten jetzt so viele Sachen oben, dass ich irgendwie denke, der andere muss unten irgendwo sein. Und kann natürlich ein totaler Trugschluss meinerseits sein. Schwierig. Sehr schwierig. Ich will jetzt tatsächlich auch nicht einfach irgendwie blind hier reinklicken. Denn zum einen ist es nicht gesagt, dass wir damit... So, jetzt ist das Headset wieder richtig. Dass wir damit Erfolg haben... Das hier ist... Bingo. Auch geschafft. Immer noch 5 Sterne. Sehr schön. Und das letzte. Ja, offensichtlich hier. Der Tank sieht auch falsch aus, genau. Schmutz wollen wir nicht, zumindest nicht die Art von Schmutz.
Das hier ist auch... Bingo! Das haben wir doch gut gemacht. Den Ehering müsste ich immer noch finden, aber ich glaube... Oh Gott, wie viele Tage haben wir denn eigentlich Zeit? Denn langsam müssten wir, glaube ich, sonst wirklich mal nach dem fahrenden Händler gucken. Kalender. Okay, wir haben... Ich glaube, hier in der letzten Woche taucht er auf. Also ich glaube, jetzt besteht noch nicht so wirklich eine große Chance, dass wir ihn finden könnten. Ich kann mal gucken, ob er irgendwo eingetragen ist, aber nö. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Was ich jetzt machen würde, ich will nochmal... mal rauszoomen vielleicht. Ich würde nochmal gerne... da oben hin, zu unserem Marker. Denn ich glaube... ich will mich einfach nicht geschlagen geben. Das muss da irgendwo sein. Der große Stein irritiert mich halt total. Ich habe irgendwie das Gefühl... dass der da... ist. Wir waren da noch nicht, ich weiß. Also das kann sein, das ist einfach nur... aber der sieht so auffällig aus. Der sieht halt anders aus als die anderen Sachen da. Und da können wir irgendwas abbauen. Vielleicht... ich meine, wir haben keinen Grabespot gefunden. Also nichts, wo wir sagen könnten, okay, hier kannst du rein diggen mit deiner Schaufel, die du nicht besitzt. Deswegen vielleicht... ist es ja tatsächlich... ich meine, so sehen die normalen Steine aus, ne? Das sind Steine der Umgebung, die wir auch nicht kaputt machen können. Und das Ding da hinten, das sieht halt ein bisschen anders aus. Und deswegen irritiert mich das so ein bisschen. Lauf, Yugi, lauf! So. Kann sein, dass ich da vorne wieder so lustige Gatoren wegmachen muss. Was bist du? Du bist eine Chrysantheme. Alles klar. Ich meine, wie gesagt, das hier sind die normalen Steine. Und der da vorne sieht halt irgendwie so ein bisschen anders aus. Weißt du, wie ich meine? Hier. Normaler Stein, dieser Stein. Der sieht... komisch aus. Seien wir ehrlich. Yuki? Oh, ich könnte dich mal wieder streicheln, ne? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hier, guck mal. Pferdchen streicheln. Ja, feines Yuki. So ein feines Pferdchen. Das kann ich übrigens dreimal machen. Nur damit ihr es wisst, das machen wir jetzt auch. Oh Gott, wenn ich ein eigenes Pferd hätte, ich würde das arme Tier vermutlich kahl streicheln und striegeln und liebhaben. Wobei, ich habe das auch auf meiner Katze gedacht, aber irgendwann merkt man dann ja doch, dass die das vielleicht nicht immer mögen. Und dann lässt man es doch sein. Nee, nicht zurück, sondern einfach nur bleib. Bleib einfach hier und grase ein bisschen. Hier, das ist total komisch mit diesem Stein hier. Und wenn ich das hier jetzt ausrüste, dann kann ich hier irgendwas abbauen. Und ich krieg Warte mal ganz kurz. Ich bekomme keine Erfahrung, wenn ich... Oh nö, so. Aber der nimmt doch gar nicht ab. Der hat doch... wir bekommen Erfahrung. Wir treffen hier... jetzt verliert der... ach du Heilige, ist der... okay, wir können diesen riesigen Stein abbauen. Seht ihr, der hat ein Mühleben verloren. Ich hoffe, der resettet nicht über Nacht. Denn das werde ich im Leben nicht heute fertig bekommen. Oh Gott, dauert das lang. Ja, was reden wir denn so, während ich hier 3 Stunden lang den Stein abbaue? Oh Gott. Ich habe gerade echt... Das dauert ja ewig. Wie fies... weißt du, ich habe einfach nur gedacht, der Stein, der sieht halt einfach nicht so aus, als würde er hierher gehören. Und ich wollte nochmal gucken. Wenn ich hier keine Erfahrung bekommen würde dafür, wäre mir das nicht aufgefallen. Ehrlich nicht. Krass. Es freut mich übrigens total immer zu lesen, dass andere Leute auch das Spiel spielen und daran sehr viel Spaß haben. Ich finde das immer ganz, ganz toll. Und ich glaube übrigens, so viel wie man hier handwerkt, also wie ich hier handwerke, muss man gar nicht. Ich glaube, man kann das auch anders spielen. Also klar, man braucht gewisse Sachen, um voranzukommen mit dem Handwerken. Aber ich glaube nicht, dass man wie ich jeden Tag irgendwelche Aufträge annehmen muss und da... aber ja, es ist schon ein Handwerksspiel, oder? Ich weiß aber nicht, haben andere Leute das anders... oh Gott, wie stehe ich denn da? Okay, ich stelle mich mal ein bisschen anders hin. So. Oh mein Gott, wie spät haben wir es? 13 Uhr? Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Das ist alles... okay, die Inspektion der Handelsgilde ist schon mal vorbei. Kann ich da irgendwie Dynamit draufschmeißen oder so?
Kann ich eine bessere Spitzhacke machen, die mehr abbaut? Das ist ja furchtbar, wie lange das dauert. Ja, das spannendste Folge ever, würde ich sagen. Spannendste Folge ever. Definitiv. Warte mal kurz, ich möchte was machen. Einfach so just for fun. Hier. So. Leider kann ich meine, hier. Wir vor dem Riesenstein. Tada! Es muss sein. Ah, ich muss unser Fotoalbum ausmisten. Ich wollte ein Bild haben. Ich hatte gehofft, wir könnten die Spitzhacke in der Hand halten. Das wäre irgendwie cool gewesen, was sie hier so mit Spitzhacke posieren. Naja. Ich habe ja noch hier meine wunderschönes Ausholen und draufschlagen. Wird schon irgendwie. Ich hätte gern ein Bild davon. Das wäre ein tolles Thumbnail. Sehr passend für die Folge. Vielleicht nehme ich das ja sogar als Thumbnail. Wer weiß. Ich habe tatsächlich ein paar Screenshots gemacht, weil das einfach so. Oh. Ich weiß auch nicht. Ach ja. Was ich aber sehr cool finde, also ich werde jetzt Porsche nicht ewig weiterspielen. Wie gesagt, ich habe noch ganz viele andere Spiele, in die ich mal wieder reingucken möchte. Deswegen kann ich nicht versprechen, dass wir alle Questreihen beenden, die es jetzt gibt. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass wir tatsächlich hier nochmal das Fest der Erinnerung, also das ist praktisch unser Ingame-Spooktober haben. Oh, das dauert. Da müssen wir... Wir müssen auf jeden Fall am nächsten Tag nochmal wiederkommen. Aber ich würde heute tatsächlich gerne so weit so viel abbauen wie möglich. Denn wir sind jetzt schon, glaube ich, über der Hälfte. Das heißt, wir müssen nicht mehr ganz so viel Zeit morgen verschwenden. Insbesondere, wenn ich jetzt... Ich habe leider auch nichts dabei, um meine Ausdauer aufzufüllen. Das heißt, wir werden das hier nicht ganz bis zum Ende des Tages machen können. Aber wir können es wenigstens noch... 50 Mal können wir noch draufschlagen. Oh, Mann. Ja, wenn ich was hätte, um meine Ausdauer aufzufüllen... Aber es lohnt sich, glaube ich, nicht, dass wir jetzt nach Hause reiten und dann... nochmal hierher kommen. Ich fürchte, das ist nicht ganz so. Ich glaube, da ist es schöner, wenn wir dazwischen noch irgendwas anderes Kleines machen. Ja. Es muss einen Grund geben. Das muss was mit der Schatzkarte zu tun haben, dass man hier diesen riesengroßen Stein abbauen kann. Gut, dass ich heute noch nichts anderes gemacht habe. Also was... Warte mal, habe ich irgendwas gemacht, was Ausdauer kostet? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ja, es wird jetzt ja auch schon... Es wird ja auch schon Abend. Zack. Da. 2, 1. Ah, zu erschöpft, um noch irgendwas zu machen. Ja dann, Yuki, lass uns wieder nach Hause reiten. Und uns ein bisschen von Alu entspannen oder so. Massieren lassen oder so. Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht mal mehr angreifen irgendwas, weil wir einfach gar nichts mehr machen können. Wir sind total tot, sozusagen. Also, zu erschöpft, um irgendwie noch irgendwas... Gut, dass unser Pferdchen nach Hause läuft und nicht wir. Ich glaube, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, aber ich stelle mir jetzt gerade einfach vor, wie wir so total K.O. halbtot auf diesem Pferd hängen. Und so, es war anstrengend, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, da vorne geht's schon. Und Yuki braucht auch mal wieder ein Päuschen. Baumwolllama würde ich auch gerne noch fangen. Überhaupt so viele Dinge tun. Aber ja, wie gesagt, es gibt da noch ganz viele andere Spiele, in die ich mal wieder reinschauen muss. Künzid hat Updates bekommen. Und ein anderes Spiel, das mir sehr am Herzen liegt, aber absolut nichts, wirklich gar nichts, mit sowas wie Porsche zu tun hat, hat auch ein Update bekommen, was ich mir unbedingt angucke. Eigentlich sogar zwei, die ich mir unbedingt angucken muss. Deswegen, wir haben halt das meiste schon gemacht. Aber ich finde es sehr schön, dass wir die Quests mit den NPCs immer noch bekommen, auch wenn wir quasi schon durch sind mit der Handlung. Mal gucken, ob ich rausfinde, welches Festival es mit dem neuen Outfit war. So. Geh bitte wieder zurück in deinen Stall. Für den nächsten Tag, kann ich Chrysanthemen eigentlich einsortieren? Ja, das kann ich. Okay. Dann... Mein Headset, ne? Mein Headset.
Ich weiß gar nicht, warum es jetzt gerade so unglaublich viel rutscht. Dann würde ich mal sagen, wir beenden den Tag einfach ein bisschen früher. Oh, warte mal, da ist Piki. Hi. Ja. So, und dann werde ich dich einfach mal streicheln. Oh, ist das süß mit Scraps da im Hintergrund. Ja, zurück. Und Scraps kriegt natürlich auch noch ganz viel Liebe heute. Hi, Scraps. Ja, du bist ja ein Süßer. Komm, auch mit dir interagieren. Du bist jetzt einfach mal umarmt, oder? Ja, ist das süß. Oh, Scraps ist einfach super Zucker. Ja, alles in Porsche ist Zucker. Okay, ihr Lieben. Ach komm, ich kann nicht anders. Pinky, lass dich nochmal, lass auch du dich noch umarmen. Komm, kleine Katze, spring mir in die Arme zum Kuscheln. Und dann streichen wir noch Scraps. Bevor der eifersüchtig wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man das eine Tierchen lieb hat, dann kommt das andere auch noch her. So, auch mit dir würde ich gerne noch interagieren. Auch dich würde ich jetzt gerne noch streicheln einfach. Ja, so ein feiner kleiner Scraps. Ja doch, so ein feiner. Ja, so rede ich wirklich, wenn ich mit... Okay, perfekt. Und da ist Arlo. Hey Arlo, warte, warte. This kind of weather's a test of my will. Okay. Darf ich auch mit dir bitte noch interagieren? Ich könnte eine Massage gebrauchen nach dem Tag heute. Oh, sehr schön, danke. So, 5 Ausdauer wiederhergestellt. Dann geben wir ihm ein Küsschen als Dankeschön und dann gehen wir jetzt einfach schlafen. Damit wir am nächsten Tag noch irgendwas machen können. Ah, so süß. Jetzt kuscheln wir noch. Ja, ich bin furchtbar, ich weiß. Aber ich finde das schön. Ich finde das einfach schön. Und dann zurück und dann können wir schlafen gehen. Arlo, kommst du? Ich weiß, es ist noch nicht so spät, aber es ist schön in unserem Schlafzimmer und... Okay, Arlo, ich leg mich schon mal schlafen. Er kommt bestimmt gleich dazu. So. Und da ist er. Oh, so, so süß. Ich könnte mir das ewig angucken. Es ist einfach so niedlich, wie sie da liegen und schlafen. Na gut, dann stehe ich mal auf. Schlaf noch weiter. Du hast es dir verdient. Okay. Warte, das muss sein. Darling. Ich liebe es, wenn er das sagt. Was hast du denn heute zu erzählen, Schatz? I get very sweaty in summer, even with light activities. You'd think I'm in good health. I get dehydrated too. You need to be careful as well. Kein Problem. Ich bin sicher, dein Schweiß ist sehr sexy. Okay, wir können wieder eine Verabredung mit ihm machen. Wie wär's bei der Bernsteininselbrücke? Oder, weißt du was, wir lassen das mal. Ich will heute erst was... Ich weiß nicht, wie lange es dauert noch mit diesem Stein. Oh, und wir haben natürlich noch, Moment, hier Essen. Ich brauche irgendwas, was aus... Das hier füllt doch Ausdauer wieder her. Genau, und dann nehmen wir einfach getrocknete Apfelringe mit. Wir müssten heute eigentlich gut durchkommen. Eigentlich. So, wir haben einen Brief. Das ist ja spannend. So, was haben wir denn für einen Brief? Von der Handelsgilde. Ach genau, richtig, unsere Sachen. Ja, da haben wir ja gute Arbeit geleistet, dankeschön. Dann würde ich jetzt doch glatt mal unsere da Scrapsy. Gut, dass wir unsere Tiere nicht wirklich füttern müssen, das würde ich... So, bitte alles einmal sortieren, wenn es geht. Ja. Sehr schön, dadurch, dass wir... Gut, dass wir alle Apfelringe mitgenommen haben, sonst hätte ich die jetzt gleich nochmal rausholen dürfen. Sehe ich denn den mysteriösen Händler schon irgendwo? Ich weiß nämlich echt nicht genau, wann der erscheint. Ich sehe aber jetzt... Herr Marienkäfer. Nee, das ist ein Monster. Okay. Ich weiß aber auch nicht, ob der mir wirklich angezeigt wird. So, dann könnte ich mal hier den Pups bitte einsammeln. Danke. Dann würde ich gerne hier wieder Futter reintun. So, hinzufügen. Dann würde ich gerne im Stall wieder... meine kleine Flora trainieren lassen, und zwar wieder das Springtraining, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird. Dann tun wir ganz kurz einfach noch den... Oh, da, er möchte sich treffen, das ist ja... Kann ich jetzt gerade nicht machen. Wir werden auch wieder Dates haben und alles, aber nicht jetzt. Heute habe ich was anderes vor und ich müsste tatsächlich kurz zur Handelsgilde gehen, denn mir macht Handwerken sehr viel Spaß und das habe ich irgendwie vermisst und deswegen suchen wir uns da jetzt einen Auftrag. Na, Higgins. Hm. Geh weg.
Ich will tatsächlich nur hier die Handelsaufträge sehen. Ein Weidenkorb. Oder drei Holzsäulen. 1000 irgendwas. Was, dann machen wir einfach mal den Weidenkorb. Der müsste eigentlich gehen, oder? Ich muss mal gerade gucken, ob ich den herstellen kann. Wenn nämlich ja und ich ihn gleich mitnehmen kann, dann könnten wir eventuell zwischendurch Remy suchen. Ich hätte auch gerne der lieben Lehrerin geholfen, aber tut mir leid. Geht gerade nicht. Warte mal, ein Weidenkorb ist nicht hier, oder? Doch, hier. Ja, dann. Fertig. Oh, jetzt haben wir keine Holzdielen mehr. Dann lasse ich mal ganz kurz nebenher hier Holzdielen anfertigen. So, und dann würde ich ganz gerne Holzdielen... Na gut, vielleicht nicht unbedingt 25 Stück, aber... Komm, lassen wir wieder 10 Holzdielen machen. Ach, weißt du was? Stell alle her, wir haben so viel Holz. Und wir haben einen Korb, über den sich Remy freuen würde. Wo ist denn Remy gerade? Oh, Remy ist mitten in der Stadt. Okay, da muss ich zwar eigentlich nicht hin, aber... Oh Gott, finde ich denn jetzt Remy? Aber wir können streng genommen vielleicht auch ein bisschen querfeldein. Remy, wo bist du? Remy? Remy? Remington, wo bist du? Da ist er. Guck mal, dann haben wir das auch gleich fertig. Hi! Hello! Ich hab da was für dich. Danke, wenn du in Schwierigkeiten, kein Problem. Ich glaube, die müssen das echt sagen. So, Pferdchen, wir gehen in eine ganz andere Richtung. Jetzt bin ich froh, dass ich so schlecht singen kann. Theoretisch könnte ich jeden... Oh. Nein, warte, abbrechen. Ich will die nur sammeln. Status überprüfen. Die brauchen vermutlich alle... Das kann ich ernten. Das kann ich ernten. Das kann ich ernten. Das kann ich nicht ernten. Okay. Yuki, wir reiten weiter. Oh, mein Garten habe ich ganz vergessen. So. Was wollte ich sagen? Ich könnte vermutlich jeden noch so populären Hit vor mich hin singen. Dadurch, dass ich so unglaublich schlecht singe, würde ihn vermutlich kein Programm dieser Welt erkennen. Und mir würde auch keiner aufs Dach steigen dafür. Deswegen... Ich darf keine Spiele spielen, bei denen man richtig viel reitet. Das wäre furchtbar. Dabei mochte ich Bonanza nicht mal wirklich. Also tatsächlich gar nicht. Ich bin nicht so der größte Cowboy- und Indianer-Fan. Und das ist jetzt noch sehr milde ausgedrückt, denn was ich damit sagen möchte ist, ich war nie so der Winnetou-Fan. Ja, ich weiß, schockierend. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie nicht so angetan. Ich fand das... ja, sorry, das war... Da waren Löcher. Wusstet ihr das schon? Irgendwie fand... Das sieht echt so ein bisschen aus wie Rippen hier, ne? Ich fand irgendwie, ich weiß nicht, Cowboy und Indianer einfach nicht meins. Dieses Ganze mit dem Skalp und was weiß ich was alles. Nee, muss nicht. Ernsthaft? Der Stein sieht doch echt komisch aus, oder? So, Yuki. Bleib. Gut, dass ich ihn nicht zurückgeschickt habe. Na dann. Wir haben Apfelringe dabei. Also komme, was wolle. Heute... Was? Das ist resettet? Och, nee. Oh Gott. Okay, das... Das ist ja furchtbar. Das resettet über Nacht wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, vergiss es. Nein. Oh Gott. Das resettet. Das heißt, wenn ich damit jetzt anfange, ich werde sehr wahrscheinlich... Moment mal, ganz kurz... mein Charakter. Wie lange brauche ich noch, bis ich... Ich gebe den Charakter. Eine ganze Weile Ausdauer... Kann ich meine Ausdauer nochmal steigern? Maximale Ausdauer wird erhöht. Vielleicht sollte ich das hier machen... Aber dafür bräuchte ich noch 4 Punkte. Wir könnten aber auch über Akupunktur einfach Dinge zurücksetzen lassen. Ich würde sowieso gerne... Weißt du was, dann machen wir das jetzt einmal. Wir machen Akupunktur. Scheiß drauf. Ich gehe hier morgen, also in der nächsten Folge, gehen wir hier einfach nochmal... nicht ins Wasser. Gehen wir einfach nochmal her. Wirklich gleich morgens. Ich nehme keinen Auftrag an.
Und wir haben... Upsala. Und wir haben Apfelringe oder irgendwas da... Doch, Apfelringe müssten gehen. Und dann machen wir das hier einfach den ganzen Tag. Einmal, bis wir umkippen, in der Hoffnung, dass wir dann eben... Ja, euch mag ich nicht. In der Hoffnung, dass wir dann einfach genug abbauen von dem Stein. Wenn ich die maximale Ausdauer... Wir gehen gleich zu Phyllis. Mit Akupunktur kann sie uns einmal unsere Punkte zurücksetzen. Und dann kann ich ja eigentlich auch die anderen Fotoposen freischalten, oder? Ich meine, das Gute ist jetzt, wir brauchen eigentlich beim Abbauen... Wir brauchen viele Sachen nicht mehr wirklich. Wenn wir hier mal ganz kurz gucken... Hallo? Kann ich jetzt nicht in... Ah, so. So geht das. Wenn wir hier mal gucken, ich brauche zum Beispiel eigentlich doppelte Beute nicht mehr. Oder auch hier. Ich, ja doch, hier wäre es vielleicht noch ganz praktisch. Aber zum Beispiel das hier. Guter Zuhörer. Die Beziehungen, die müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr so sehr steigern. Die Werkstattpunkte um 4. Das wäre natürlich auch gut. Aber wir könnten einfach versuchen, das hier zu steigern. Je nachdem, wie viel ich hiervon brauche. Und ich würde eben tatsächlich gerne beim Soziales Tab, da hätte ich ganz gerne, beziehungsweise Spielzeit, Verabredung, Kosten für einen Tausch im Laden, tägliche Interaktion, das könnten wir machen. Vor allem möchte ich aber, schaltet neue Selfie-Posen frei. Das hier möchte ich haben. Das wäre mir sehr wichtig. Seltenen Gegenstand aus dem Steinbruch, das wäre auch schön. Oh, schwer, das... Okay, wir werden das nach und nach vielleicht doch mal ausprobieren müssen. Denn ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass ich so lange und so viel spielen kann, werde, will, bis ich das alles regulär, also doch schon wollen, also irgendwann, wenn ich vor mich hinspiele, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme keine Folge mehr auf, ich spiele jetzt einfach nur noch für mich, dann würde ich sehr wahrscheinlich doch irgendwann so viel Level gemacht haben, dass ich mir die ganzen Sachen freischalten kann. Ich kann so bekloppt sein, ja. Aber... So, ist Phyllis denn oben im... Das ist jetzt die Frage, ne? Ist Phyllis in Dr. Xus Klinik? Die Folge wird ein bisschen länger. Einfach, weil ich jetzt auch nicht dazukomme hier. Großartig. So. Jetzt noch Zeit verstreichen zu lassen, schneller. Schauen wir mal. Da ist die gute Phyllis. Hello. Hi, ich hätte gerne eine Akupunktur. Want some acupuncture treatment? Only goals. I'm really good at it. So it won't hurt a bit and will have many positive effects. Ja. Okay then. Let's get started. Okay. Bin gespannt. Angst? Just relax. Here we go. Ow! Ow! Relax. Okay, ich finde, es ist vielleicht doch nicht ganz so gut darin, wie ich gedacht hätte. Wie sehen denn jetzt... Jetzt müsste ich eigentlich meine ganzen Skillpunkte wieder haben, ja? Ja, ich habe meine Skillpunkte wieder. Okay, ich wollte die Ausdauer haben. Das heißt, wir nehmen mal... Beim Einsatz der Axt... Das hier müssten wir steigern. So, anwenden bitte. Ich brauche aber noch mehr Punkte. Baum treten, ja, das hier. Und ich muss hier nochmal, so, das anwenden und jetzt Ausdauer. Zap, tap, tap, tap. Anwenden. Maximales Durchhaltevermögen, Beute, Beute, das ist mir jetzt alles egal. Jetzt versuche ich mich mal hier zu den Selfie-Posen vorzuarbeiten. 4, 5, so, anwenden. Hier müsste ich sehr wahrscheinlich auch 5. Wunsch erfüllst. Ein Punkt, ja, weil wer gewinnt, wir machen einfach mal das hier. 4. Und ich muss irgendwo nochmal was. Dann machen wir das noch, die Gegenstände. Geständnisse, Spielzeit, Stimmungsmeter erhöht sich während der... Ja, dann machen wir das noch. Und vielleicht noch das hier, Kenner, anwenden. Tägliche Interaktion plus 1. Verringert die Kosten für deinen Tausch und... Ja, doch, das... Und dann schließlich noch die Selfie-Posen, bitte anwenden. Kontaktbesessen spielen wird auf dem NPC-Level Kollege aktiviert. Das brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Was könnte ich dann noch machen? Mehr Erfahrung, das hätte ich immer ganz gerne. Maximale Gesundheit, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen. Sprinten. Ich gebe jetzt einfach die restlichen Punkte mal aus. Wir werden das alles noch irgendwie richtig steigern, dass wir eben hier...
Aber momentan. Komm, mach einfach mal hier doppelte Beute. Und dass es sich schneller wieder erholt, das schadet auch nicht. Dann könnten wir noch Erträge dadurch. Materialkosten am Arbeitstisch, das ist auch mal ganz gut. Und dann haben wir noch einen Punkt, den wir verteilen dürfen. Wie wäre es zum Beispiel einfach mit dem Schaden? So. Bitteschön. Jetzt sollten wir vorbereitet sein. Über 500, das ist nur ein bisschen mehr, als wir davor hatten. Aber immerhin, das sind 24 Punkte, das sind 12 Schläge mehr. Wir haben genug Ausdauer. Jetzt würde ich den Tag, ich weiß nicht, wie wir den jetzt beenden. Alo kann ich, glaube ich, auch nicht mehr fragen nach dem Date. Machen wir aber die Woche auf jeden Fall noch. Auftrag habe ich abgeschlossen. Dann würde ich jetzt fast sagen, können wir eigentlich den Tag beenden. Ich meine, ich könnte noch einige Dinge tun, natürlich. Hier zum Beispiel, das ist Yuki. Gehen wir wieder zurück in deinen Stall. Und ich gucke hier einfach, ob wir noch Dünger haben. Jawohl, wir haben natürlich noch Dünger. Du nicht. Geh daher. Dann nehmen wir das doch einfach mal Dünger. So. Bitte Dünger anwenden. Geht nicht nochmal. Das auch nicht. Ach, auch hier geht's. Geht's denn hier auch? Nee, da nicht. Ich glaube, ich habe das alles voll gedüngt, bevor wir aufgehört haben, oder? Bevor wir eine Pause gemacht haben. So, dann können wir das jetzt ernten. Ich fürchte aber, der da vorne ist auch noch nicht ganz fertig, oder? Der Status? Nee, der braucht noch ein paar Stunden. 2 Tage, 3 Tage. Ja, das geht aber alles. Dann räumen wir jetzt wieder unsere Sachen ein und dann... Oh genau, verkaufen könnte ich noch. Pass mal auf. Alles sortieren bitte. Ja. Und da muss ich doch nochmal Yuki schnappen, bevor der Laden schließt. So, Yuki-Line, ich muss dich doch nochmal kurz nerven. Denn ich würde ganz gerne den Bauplan loswerden. Und zu Petra können wir auch nochmal gehen. Ich weiß zwar nicht, wie das genau... So, Holly. Kann ich dir einen Bauplan andrehen? So. Perfekt. Den Rest würde ich gerne behalten. Und ich gehe mal ganz kurz noch ins Museum zu Petra. Beziehungsweise nicht ins Museum, ins Forschungszentrum. Und dann machen wir das morgen. Es tut mir jetzt dann leid, dass praktisch 2 Folgen lang nur abgebaut wird. Aber ich hatte wirklich gehofft... Ich weiß nicht, ich will das jetzt wirklich... Hi. Hi. I had a long discussion with Isaac the other day about the ethics of genetic editing the ancient society did to all the different species. It was enlightening. Isaac keeps to himself, but he's really smart. Okay. Wir könnten einmal mit ihr Schere, Stein, Papier spielen. Einfach nur aus Spaß. Okay, Papier. Oh, wir haben verloren. Stein. Wir haben gewonnen. Schere. Sehr gut. Schere. Stein. Okay. Es wird spannend. Papier. Ja, gewonnen. Du hast mich platt gemacht. Tut mir leid. Okay. Kann ich eigentlich noch irgendwas Interessantes eintauschen gegen... Ja, das habe ich alles schon. Landwirtschaftschips. Ich weiß gar nicht, haben wir die alle schon? Meteorologischer Datenchip. Wie viel habe ich? Ich habe 400. Ja, weißt du was? Komm, hier. Da. Bitteschön. Wir kaufen das einfach mal alles. Das passt schon. Forschungsnotizen. Produktergebnisse zu steigern. Nö. Erstmal. Ich glaube, Baupläne habe ich alle, aber dann kaufen wir halt nochmal hier so. Kaufen wir davon noch 5, das passt schon, jetzt haben wir noch 300. Die Datendisks werden uns ausgehen, ganz bestimmt. Wir haben nur noch... Ich mit dem Chip rumlaufen, ne? Die können wir jetzt bei Ack installieren sozusagen. Das können wir aber eigentlich auch das nächste Mal machen. Wie spät haben wir es inzwischen? 17 Uhr. Okay, Yuki, lass uns reiten. Wo wäre denn Ack, wenn ich ihn suchen wollte? Ack, 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 Ack. Bin ich mit Ack gut genug befreundet, dass ich ihn überhaupt sehe? Das ist die Frage, ne? Es kann auch sein, dass ich Ack gar nicht auf der Karte angezeigt bekomme, weil unser Freundschaftslevel nicht hoch genug ist. Ja, da vorne steht er. Lieber Ack, kann ich denn gerade mit dir interagieren? Hey! Hi! Ich würde dich gern verbessern.
So, wir haben einen meteorologischen. Die Wettervorhersage aktivieren wir mal. Produkte sammeln, Bauernhof säubern, Feldfrüchte ernten und auftanken ist jetzt aktiviert. Wir haben noch Kochrezepte 3, automatisches Pflanzen, Dünger anwenden, Tiere füttern, automatisches Kochen. Perfekt. Kann ich denn bei dir übrigens noch... Was machst du? Oh. Ich fürchte, jetzt hat er noch was auf unserem Hof zu tun, weil er neue Sachen machen kann. Und deswegen wird er vermutlich nochmal zum Hof zurücklaufen. Yuki, zurück in den Stall. Ich guck mir mal an, was Ak anstellt. Da kommt er. Mein lieber Freund... Ich glaube, er macht jetzt einfach Dinge quasi hier. Oder aber er sammelt hier unsere... Guck mal hier. Okay. Hat er da gerade Energie nachgefüllt oder was hat er da angestellt? Sind da überhaupt noch... Ach nee, ich habe die Fische da rausgeholt, weil sie mir leid getan haben, weil ich sie nie füttere. Beziehungsweise damit ich es nicht mehr vergessen kann, sie zu füttern. Okay, ich kann hier die Sachen mal einsammeln, dann können wir das auch gleich wieder irgendwo in eine Kiste packen. Und dann beenden wir einfach den Tag für heute schon mal sehr viel früher. Ja, bitte sortieren. Wo ich die Dinge hin tue, das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht... Data Chip, Forschungsnotizen, Produktionsergebnisse steigern. Ja, komm, ich pack die mal hier rein. Au! Oh, ich glaube, das war es eventuell, was wir Petra bringen können. Diese Aufnahmen hier. Markus Geschichte. Oh Gott, es gibt davon viele. Wir müssen da auf jeden Fall noch ein bisschen suchen. Aber ja, Planet Explorers. Eine Videoaufnahme aus der alten Welt. Science-Fiction-Sendung. Ein uralter Manuskriptentwurf eines Abenteurers namens Marco. Scheint eine Art Unterhaltungssendung zu sein, die sich nie durchsetzen konnte. Das sind alle, die ich habe? Doch ja, Markus Geschichte. 9, 11, 12. Ich glaube, das können wir Petra bringen. Dann machen wir das auch demnächst. Okay, aber erstmal beende ich die Folge, denn sie ist schon viel zu lang. Aber ich habe wirklich gedacht, wir würden den Stein abgebaut bekommen. Na gut. Ich streichle noch meine Tierchen gleich ein bisschen. Aber da müsst ihr ja nicht mehr unbedingt dabei sein. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei My Time mit Porsche, wenn wir endlich diesen Stein knacken. Ich will das. Also, bis dahin. Bye, bye.